Hey Lisa, geht's dir schon besser? Oh, helles Hell. Ich glaube, heute ist es am schlimmsten, aber das kann es nur noch besser werden. Ja, stimmt. Was gut ist, da ich noch viel zu erledigen habe, mich juckt es schön förmlich in den Fingern. Ruh dich aus und erhol dich. Ach, mach dir keine Sorgen um mich, Sel. Larry kümmert sich gut um mich, das wird schon wieder. Gut. Ah, so bekomme ich die Musik weg. Ich wollte doch schauen, ob man doch noch wegen dem Bild was sagen kann. Nein, kann man trotzdem nicht. Okay. Sieht so aus, wenn der Automat leer hat, er alles gegessen? Ja, genau wie mein Bauch. Chuck, was machst du da? Hi, Sadieface. Ich warte auf den Typen, der Süßigkeiten nachfüllt. Der Samstag kann nicht ohne Schokolade beginnen. Ganz meine Meinung. Ich beginne das Wochenende am liebsten mit Videospielen und Cartoons. Verstehe ich. Hast du die Neufolge von Ricos heiße Braut gesehen? Klar, die war super, ich liebe diese Sendung. Ich auch. Schon mal einen Dämon mit roten Augen gesehen? Was? Zum Teufel nein, willst du, dass ich Albträume kriege? Hast du letzte Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass sie deine Freundin... Was, dass sie deine Freundin ist, aber mir jagt sie immer noch einen Schrecken an. Meistens bin ich ohnehin in meinem Zimmer. Man sieht sich. Aber jetzt kann ich mit dem nichts mehr tauschen. Ist da noch irgendwas? Wäsche? Im Ernst, wer lässt seine Klamotten? Hier? Naja. Ist da noch irgendwas? Fundsachen? Ich brauche davon jetzt nichts. Okay. Boah, jetzt muss ich wieder alles neu durchsuchen, oder? Weil wahrscheinlich überall was anderes ist. Ich gehe mal auf 1. Miss Rosenberg? Ich bin Seth aus dem oberen Stock. Was möchtest du denn? Ich würde nur gerne mit Ihnen sprechen. Mit mir? Sehr gerne. Komm da rein. Die Tür ist offen. Hallo Sally. Was bringt so ein junges Mädchen dazu, so eine alte Dame wie mich zu besuchen? Hallo Miss Rosenberg. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist. Frag nur, Kind. Mir ist nichts geblieben, außer der Zeit. Ja, Zeit ist alles, was ich noch habe. Und selbst sie wird mir bald genommen sein. Oder vielleicht habe ich das alles nie richtig verstanden. Welch seltsames Konzept, nicht wahr? Zeit. Wenn man so alleine sitzt, den Geist schweifen lässt. Sie fragt, was hinter dem Vorhang wartet. Je tiefer man sich in diese Gedanken stürzt, desto weniger Sinn macht diese Welt. Ja, über sowas sollte man echt nicht nachdenken. Ja, Zeit ist ein Enigma. Oh, aber hör sich doch einer meiner Geräte an. Es tut mir leid, liebe Sally, du wolltest mich etwas fragen? Aber ich glaube, die Tür... Entweder war da vorher zu oder es war niemand da. Wie lange leben Sie schon hier? Lange, wirklich lange. So genau weiß ich das nicht mehr. Mein alter Geist kann sich nicht einmal mehr daran erinnern, was gestern war. Ganz zu schweigen von der Vergangenheit. Ich fürchte, mein Ende naht. Bald schon werde ich zu Staub verfallen. Und mein Geist wird eins mit der großen und unbekannten Leere. Eine Leere, die sich unser Geist nicht so recht vorstellen kann. Und glaub mir, ich habe es versucht. Ja, ein mächtiges, elendes, leeres Nichts. Oh, verzeih, Liebes, ich bin mal wieder etwas abgeschweift. Wie war nochmal deine Frage? Schon in Ordnung, Miss Rosenberg. Ich wollte wissen, wie lange Sie schon hier leben. Weißt du, ich erinnere mich noch gut daran, wie die Edisons hergekommen sind, aus Übersee, um dieses Haus zu errichten. Eigentlich gehörte das Land meiner Familie, doch als einzige Erbin entschloss ich mich dazu, es zu verkaufen. Ich dachte, es würde nett sein, wieder etwas Gesellschaft zu haben. Jemand, mit dem man die Qualen dieses Seins teilen könnte. Ich war jung und sehnte mich nach einem Neuanfang. Was für ein dummes Mädchen ich doch war. Haben Sie es denn bereut, den Grund zu verkaufen? Wer solch ein langes Leben wie ich geführt hat, bereut vieles, mein Liebes. Obwohl schlussendlich alles bedeutungslos wird. Die Edisons. Was passierte mit den anderen? Leben sie in der Stadt? Sie sind fort. Fort? Die Zeit rafft uns alle hinfort, Sally. Der arme kleine Terence ist der Letzte, obwohl er sicher nicht mehr so klein ist wie meine Erinnerung. Der kleine Junge mit dem Glitzern in den Augen und dem Kopf voller Träume. Und zieh ihn dir jetzt an, er verlässt niemals deine verfluchte Wohnung. Stimmt, warum sperrt er sich immer ein? Wenn du mich fragst, ist er wenig wie Schurke geworden.
nachdem der Rest der Familie verstorben war. Der Junge war so strapaziert, letztendlich begann er sich vor seinem eigenen Schatten zu fürchten. Terence verehrte seinen Vater und gab ihn für den Traum vom eigenen Teehaus auf, um die Apartments weiterführen zu können. Zunächst zog er sich nur häufig in seine Wohnung zurück, bis er sie eines Tages gar nicht mehr verließ. Ja, entgegen seiner fröhlichen Art, die er durch die Tür heraus in den Tag legt, ist Terence Edison höchst schüchtern. Geprägt von einem Leben voller Enttäuschungen. Aber sind wir das nicht alle, meine Liebe? Ja, ich denke, das sind wir. Mega die Debrioma. Haben Sie schon mal einen Geist in diesem Haus gesehen? Geister? Warum in Gottes Namen zerbrichst du dir den Kopf über so etwas wie Geister? Sally, du bist so ein süßes, junges Mädchen und erinnerst mich... Ich dachte, Sally ist ein Junge. An mich selbst in jungen Jahren. Mach der lieben alten Rose eine Freude. Genieß dein Leben, solange du kannst. Lass dich vor den Verlockungen des Todes und seinen Geheimnissen verschlingen. Ich weiß, ja. Die Versuchung ist groß und leicht wird man hineingezogen. Eigentlich könnte man sagen, dass wir alle Geister sind, die nur darauf warten, vom Diesseits ins Jenseits zu gelangen. Es liegt nur so eine feine Trennlinie zwischen der Existenz und dem Nichts. Mit unseren zerbrechlichen Knochen und zarten Hüllen könnte jeder Schritt unser letzter gewesen sein. Ich dachte, Sally ist ein Junge, oder war es gerade nur ein Tippfehler von den Entwicklern? Weil da war ich doch so brainfucked in der ersten Folge oder zweiten Folge, wo man erfährt, dass das eigentlich ein Junge ist. Okay, na viel kann ich bei dir eigentlich nicht machen. Miss Gibsons Wohnung. Blick mich um, wenn ich sie nochmal störe. Na, okay. Mrs. Rosenberg, da ist der Aufzug. Da ist der Edison. Ich denke nicht, dass hier irgendjemand wohnt. 104. Heraus kann ich auch nicht, da ist auch nichts. Und überall sind diese Kameras. Na gut. Warum ist 400... Ist 403 nicht dort, wo ich wohne? Warum ist das durchgestrichen? Oder was 402? Keine Ahnung mehr. Wie kann ich dir helfen, Sal? Ah, wieso sind da neue Kameras? Haben du und dein Vater nicht die Einladung zur monatlichen Mieterversammlung erhalten? Dort wird normalerweise alles besprochen. Doch. Irgendwie haben wir aber beide drauf vergessen. Ist nicht weiter schlimm. Obwohl ich nur dazu raten kann, an der Versammlung in Zukunft teilzunehmen, wenn dies möglich ist. Nur so bleiben alle auf dem Laufenden. Wie dem auch sei, um deine Frage zu beantworten, ich habe das neue Überwachungssystem zur allgemeinen Sicherheit anbringen lassen. Die Geschehnisse in der letzten Zeit haben die Mieter sehr beunruhigt. Ich hoffe, dass es mit dieser State-of-the-Art Security System in place everyone can feel more. Warum ist das plötzlich Englisch? Er will, dass mit diesem Sicherheitssystem sich jeder wieder sicher und gemütlich in seinem eigenen Zuhause fühlen kann. Jetzt verstehe ich's. Danke für die Information. Zu Ihren Diensten. Haben Sie schon mal einen Geist gesehen? Ach du meine Güte, du willst mir doch nicht etwas sagen, dass es in meinem Haus spukt. Das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, sind umtriebige Geister, die mir den Mieter vertreiben. Es ist schon schwer genug, alle bei Laune zu halten, während Lisa krank ist. Nein, alles ist gut, Mr. Edison. Es ist alles in Ordnung. Ich habe nur, ich arbeite an einem Referat für die Schule. Ja, das ist alles. Puh. Da dachte ich einen Moment, mein Herz bleibt stehen. Aber der Stress wird mich noch umbringen. Machen Sie sich keinen Kopf. Sie machen das großartig. Zu liebenswürdig, Sel. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Okay, bei dem kann ich jetzt auch nichts machen. Dann schauen wir mal in den zweiten Stock. Nein! Wo bin ich? Okay, dann schauen wir in den fünften Stock. Ich habe mich verklickt. Schauen wir gleich mal in den fünften Stock, was da abgeht. Versperrt. War das dieses Zimmer? Immer mega creepy hier. War dieser blutende Vogelkäfig schon immer da? Kann mich an den gar nicht erinnern. Ich glaube nicht, weil das war das Zimmer, oder? Nein, da komme ich auch nicht rein. Oder komme ich da rein? Versperrt. Ich sollte Larry holen, damit er Migen sehen kann. Da wird er mir endlich glauben, dass er Essen ins Apartment spuckt. Ah, ja, was gibt's?
Kannst du rauf in 504 kommen? Klar. Mama hat gerade ihre Medikamente genommen und ist ohnehin jetzt nicht ansprechbar. Ich komme gleich rauf. Ah, okay, jetzt kann ich dem Larry das zeigen. Also, was wolltest du mir zeigen? Komm mit, sie ist im Badezimmer. Sie? Jetzt komm schon. Schlafzimmer? Wollen wir das überhaupt sehen? Der fünfte Stock hat auch schon bessere Tage gesehen. Shh. Was? Warte kurz. Megan, bist du hier? Hallo? Ich möchte, dass du meinen Freund Larry kennenlernst. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, Kumpel. Vielleicht hat sie Angst. Sie ist ziemlich schüchtern. Obwohl, ich konnte sie schon länger nicht mehr rauslocken. Ich hoffe, es geht ihr gut. Du kommst also in dieses schimmlige Badezimmer, um mit einem toten Mädchen zu sprechen? Wie oft kommst du hierher? Ich habe schon ein paar Mal mit dir sprechen können, aber wie bereits gesagt, scheint sie in letzter Zeit nicht hier zu sein. Larry, ich bin nicht verrückt, ich werde es dir beweisen. Hey, ich habe nie behauptet, dass du verrückt bist, Kumpel. So seltsam es auch klingen mag, ich glaub dir. Du bist mein bester Freund und wenn es mir nur irgendwie dabei hilft, meinen Vater wieder zu finden, ist das schon okay. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir sie heute sehen könnten. War nur so ein Gefühl. Alter, weißt du, wem du davon erzählen solltest? Todd. Er ist das vielleicht klügste Kind, das ich kenne und interessiert sich genauso wie du für übernatürliche Dinge. Er kann dir sicherlich weiterhelfen. Todd? Im Ernst? Ich hätte nie gedacht, dass er sich für sowas interessiert. Er wirkt immer so normal? Rational? Ja, genau so. Okay, dann werde ich mal mit ihm sprechen und schauen, was ich herausfinden kann. Gut, ich gehe wieder runter und schaue, wie es meiner Mutter geht. Melde dich, wenn du was findest. Geht klar. Wer war Todd nochmal? Wahrscheinlich kommt sie jetzt, wenn er weg ist. Dann kann man auch nichts machen. Wer war denn Todd nochmal? Da muss ich wohl jetzt wieder jeden Stock. Jetzt mal den vierten Stock schauen. Da wohne ich auf alle Fälle irgendwo. Selbst zu Hause, da wohne ich. Gizmo? Und was siehst du da rein, kleiner Freund? Mega gut. Die Katze, die einfach fernschaut. In der Küche ist gar nichts. Badezimmer. Vollgeschissenes Katzenklo. Aber mehr nicht. Mega gut, dass die Katze so einen Actionfilm schaut. Mein Zimmer? Da irgendwas Neues. Edward Shovelhands. Twine Parks. Vampire Hunter B. Sind das Drogen? Jede Menge Drogen am Nachtkasten. Papas Zimmer. Hey Papa. Keine Zeit, um zu reden, Sal. Ich muss noch für die Arbeit morgen fertig machen. Okay, bei ihm kann ich gar nichts machen. Das ist zu gut. Na gut, ich lasse die Katze mal weiterschauen. Sal ist zu Hause. Roberts Wohnung. Er ist nicht zu Hause, wer war Robert nochmal? Das ist zugenagelt. 404. Auch nix. Da ist die Kamera auch weg. Na gut, dann ab in den dritten Stock. Davids Wohnung. Oh, hi Sal. Was geht? Hello, David. Hast du schon... Dein zuerstes Wichtige. Wo ist deine Hose? Ach Mann, die ist immer noch in der Wäsche. Sarah wollte sie holen gehen. Aber dann haben wir uns verquatscht, verstehst du? Völlig die Zeit vergessen. Ist ein Berliner? Hast du schon mal Geister gesehen? Klar, Alter. Der Geist der Vergangenheit sucht mich ständig heim. Ich krieg kaum ein Auge zu. So etwas wie der Geist einer Verstorbenen, der früher mal hier gewohnt hat? Sally, Hände weg von den Drogen. Glaub mir, du wirst es noch bereuen. Mache ich denselben Fehler wie ich. Okay, es sieht doch so aus, als wäre er so ein mega langer Drogenjunkie. Bis später, man sieht sich.